Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, im letzten Part haben wir hier unser Bauernhaus angefangen. Hier, lol, war das ein Leck. Hier kommt unser Bücherregal hin, in die Mitte der Enchanting Table, der Zaubertisch. Aber heute werden wir was anderes machen, deswegen gehe ich auch schon mal nach Hause. Denn heute ist wieder der Freitag-Part, den habe ich ja bekanntlich wieder extra aufgenommen. Den Part werde ich mal dazu nutzen, den NPC-Dorfbewohnern einen kleinen Gefallen zu tun. Den schulden wir denen sozusagen noch, aber den habe ich so lange jetzt. Au! Mach mir nicht das Denkmal für Schokokekskuchen kaputt. Blöder Scheiß-Creeper. Auf jeden Fall. Was wollte ich denn zuerst machen? Erstmal das Inventar ein bisschen leer machen. Hallo Hundis! Ist der eine tot? Ah, hallo. Gut, dann räume ich jetzt erstmal die Sachen weg. Und dann gehe ich ins NPC-Dorf und pflanze da mal etwas nach. Und zwar das leckere Getreide, was wir denen am Anfang vom Let's Play geklaut haben. Das wollte ich denen immer wieder zurückbringen. Habe es aber nie getan, denn ich bin ja eine Sau. So, mehr Platz braucht man nicht. Jetzt nehmen wir mal hier, Moment, Samen, nehmen wir mal ordentlich was mit. Lösch, die Hoe braucht man natürlich, so. Das Brötchen tun wir mal dahin, mehr braucht man wahrscheinlich nicht. Wir ernten einfach alle Felder, die fertig sind, einmal ab und die, die nicht fertig sind, die werden wir dann neu bestücken, falls sie nicht da sind. So, dann mal schön hier alles raus damit. Egal, ob die jetzt noch nicht fertig sind zum Teil oder nicht. Hier sind ja manchmal so zwischendrin, wie jetzt hier links, noch so welche nicht fertig. Aber das ist mir egal. Zack, 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 zack. So, jetzt läuft auch der Timer. Ich hab's schon wieder fast vergessen. So, wunderschön. So, jetzt schwimme ich hier einmal die Rinne lang. Da hängt ja wieder jede Menge Kram drin. Sozusagen die Arschritze des Feldes. Was nicht heißt, dass in der Arschritze unbedingt viel Kram hängt. Oh Mann, hätte ich das besser nicht gesagt. So, wunderbar. Und dann können wir ja, wenn wir das hier alles getan haben, Bauernhaus fertig, Garten vom Bauernhaus fertig, dann können wir ja schon fast in den Dschungel aufbrechen. Denn da wollte ich ja noch mein Bauernhaus, mein Baumhaus reinsetzen. Das ist auf jeden Fall noch eine Sache, die ich gemacht haben will. Und wir müssen natürlich auch noch im Nether, da hatten wir ja die Festung. Die müssen wir erstens noch einnehmen. Und zweitens vielleicht noch ein bisschen Glowstone finden oder sonstiges. Oder einen Magma-Schleim finden. Ein paar Ghasts bekämpfen. Und natürlich nicht zu vergessen, wie heißt es denn, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, wie es heißt. Ja, wenn es mir denn dann einfällt, ich sag's euch gleich. Ach genau, Höhle in der Spalte, wo wir neulich drin waren, da hinten im Schneebiom. Die würde ich gerne noch ein bisschen weiter erkunden. Sehr gerne würde ich das sogar machen. Und ich muss natürlich auch noch einen Weg zum Bauernhaus legen, einen Weg zum Turm legen. Das ist alles noch Sachen, die ich machen muss. Beziehungsweise machen will. Müssen muss ich hier ja gar nichts. Also jetzt haben wir auf jeden Fall genug Getreide mal wieder für so ein halbes Jahr. Können wir wieder Brot essen. Braucht man nicht immer Melonen essen, sondern Brot auf die Faust. So, da hinten der NPC-Mann. Ja, könntest du mir auch helfen, hier alles einsammeln. Aber nee, warum auch? Habt ja jetzt einen Idioten, der es euch hier macht. Und ich spiele hier gerade so ein bisschen was auf meinem Instrument. Hört sich ja bestimmt super toll an. Und jetzt geht in meiner Nachbarschaft irgendwo die Kettensäge wieder los. Eben war es schon mal. Ich glaube es echt nicht. Ich hoffe, das hört man nicht, weil rausschneiden kann ich das nicht. Oh Mann. Halt's Maul, Nachbar. Jetzt mach die Maschine aus. Er hört mich wahrscheinlich nicht. Sonst hätte er es jetzt wohl gemacht. Bei meiner Dominanz, die ich ausstrahle.
Alter, ich hoffe, das hört man nachher nicht. Und ich glaube, ich fange schon an anzuschreien. Och nö, muss das echt sein? Da ist jetzt gerade echt... Moment, kann ich sehen? Da ist eine Gartenfirma. Was macht die denn jetzt? Und die schneiden da irgendwas mit so einem Häcksler. Lasst es bleiben. Mal eine Beschwerde machen. Hier könnt ihr ja Unterschriften... Ich sammle eure Unterschriften, eure Kommentare gegen dieses Verbot. Für ein Verbot. Keiner darf, während ich hier versuche, schön aufzunehmen, mit seinem Häcksler durch die Gegend fahren. Häcksler hat auch was mit Minecraft zu tun. Gronkh und so. So, dann alles eingepflanzt. Da ist ja noch ein Feld. Warum denn nicht? Die hatten hier auf jeden Fall viele Felder, die Freunde vom Dorf. Unsere Bauern. Oder nennen wir sie besser Agrartechniker. Bauer ist immer so fast schon eine Beleidigung. Aber viele nutzen es als Beleidigung. Aber ich sag da immer gern Agrartechniker zu. Das hört sich doch direkt viel edler an. So, ich persönlich habe nichts gegen Bauern. Irgendwer muss ja auch meine Milch, die ich mir in Kakao tue und alles herstellen. Und mein Fleisch, was ich esse, etc. So. Bin ich jetzt hier drüber gelaufen? Ich hoffe, das hat nichts gemacht. Okay. Hier ist noch ein Feld. Was ist denn los hier? Die haben auf jeden Fall viel zu viele Felder. So viele Leute haben die gar nicht. So viel können die gar nicht essen. Wohl, wenn man überlegt, wie lange sowas normal dauert, bis es gewachsen ist, dann hat das auch Sinn. Vorräte für ein Jahr haben die hier wahrscheinlich angelegt. Hat hier noch wer irgend so ein Beet? So ein privates vielleicht? Im Keller oder so? Nö, okay. Dann renne ich mal fix nach Hause. Über unsere wunderschöne Brücke, wie ich finde. Die ist ja wirklich wunderschön. Naja, wunderschön ist sie auf keinen Fall, aber... zweckmäßig ist sie auf jeden Fall. Jawohl. Gut, dann machen wir jetzt mal aus dem Getreide ordentlich Brot. Wie viel haben wir denn da? Nicht so viel. So, die letzten hier, die paar nehme ich noch mit nach unten. Die brauchen wir bestimmt nochmal für die Tierzucht. Ja, Hundis, ich bringe euch jetzt gleich was Fleisch. Dann füttern wir die Hunde mal. Ja, der Abfluss da ist natürlich jetzt sinnlos. Jetzt ist aber gut, jetzt geht die Kette... Das müsst ihr einfach hören. Boah, ist das laut. Ich schrei wahrscheinlich hier und das ist wahrscheinlich gleich alles übersteuert. Aber da muss ich dann halt einfach die Soundspur wieder ein bisschen bearbeiten. So, was wollte ich jetzt machen? Erstmal was essen bestimmt. Mal ein paar Brötchen auf die Faust. Haben wir hier was reingepackt? Nö. Warum auch? Wieso denn auch? Die Musik passt ja gerade mal gar nicht. So, dann tun wir das jetzt folgendermaßen. Kann man den... Ach Moment, die essen doch auch Zombiefleisch, so viel ich weiß. Hallo? Geht's dir gut? Ach, die fressen ja jetzt wieder hier die ganze Kacke auf, wenn es sein muss. Ne? Ja, dann fresst ihr euch mal satt. Haben wir auch kein Problem mit. Da haben wir sogar noch was Hühnchen. Dann tun wir vielleicht die Brote weg. Ist so, Lachbann, jetzt reicht. Jetzt gibt's hier gleich Krieg. Also die machen hier echt... Oh. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal eben hier in den Garten. Und hol mir noch den Rest Melonen, der da steht. Komm, bau ab. Ich weiß nicht, mit welcher Sache es am schnellsten geht. Und dann werde ich jetzt vielleicht nochmal in die EP-Farm reingehen. Natürlich müssen wir gucken, dass kein Creeper da ist, weil sonst macht er uns da oben schon was kaputt. Und das wollen wir natürlich nicht. Und bald muss ich übrigens nochmal, das mache ich dann wohl wahrscheinlich mit einer Ultimate Fist, denn ich werde mir die 7 Diamanten zurückcheaten. Die haben wir ja quasi verloren, unberechtigterweise. Boah, bin ich eigentlich behindert, im Dunkeln hier durchzulaufen. Ihr könnt wahrscheinlich nichts sehen. Ich wollte hier mal eine Fackel dran setzen. So. Ja, die werde ich mal zurückholen, wieder eine neue Diamond Fist machen. Dann wieder so ein paar Stücke Obsidian noch herstellen. Und dann den Zaubertisch halt zusammenbauen. Den IKEA-Zaubertisch sozusagen. Ja, und wenn wir das haben, dann braucht man die Ultimate Fist auch für nichts mehr. Oh, da unten war ein Zombie schon. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Hier müsste ja schon ein bisschen was abgehen. Hallo? Ist hier überhaupt wer? Hallo?
Also ich glaube hier in den Ebenen. Moment, war da gerade was kaputt? Nö, scheinbar nicht. Gut, dann gehen wir mal ganz nach unten. Hier ist es reichlich hell auf dem Bildschirm gerade. Hallo Zombie. Hallo Zombies eher gesagt. Moment, haben wir hier auch so ein Luxus? So ein Steinschwert, damit wir uns hier nicht unser Eisenschwert ramponieren. Ihr könnt gerade bestimmt nicht so viel sehen, deswegen Helligkeit. Wo steht denn Helligkeit? Wo war das denn? Grafikeinstellung, Helligkeit. Wo stehst du? Wenn ich sie finden würde, würde ich es machen. Ach, da. Machen wir sie auf 100%, dann seht ihr, glaube ich, mehr. Ja, das ist doch schon viel heller. Ja, hier tropft es durch. Kleiner Wasserschaden im Keller. Spawnt hier eigentlich auch mal was anderes, oder? Oder eher nicht? Ich hoffe, hier oben fällt nichts rein. Weil wenn das hier runter saust, dann da unten landet dann der Creeper. Dann ist eh alles vorbei. Hallo, ihr schon wieder hier. Stirb, stirb, stirb. Ja, wir müssen das Level ja wieder aufholen. Wir waren ja mal Level 24. Komm, gib mir deine Level 13. Jawohl. War da noch einer? Da ist doch noch einer. Da ist ja noch einer. Und da plumpst mal wieder einer runter. So viel bringt die Farm hier wirklich nicht. Weil halt einfach die KI, die künstliche Intelligenz, die hat sich so blöd verändert und vorher war das so gut, da ist hier alles gespawnt in diesen Etagen und jetzt ist das einfach nicht mehr so. Naja, ob man da so gut gehandelt hat, weiß ich nicht. Ich will mir mal kein Urteil drüber erlauben, denn wir sollen froh sein, dass wir Minecraft überhaupt haben. So, tun wir das Schwert da wieder rein. Ach, ich habe noch ein anderes davon. Hier, dann tun wir das auch wieder da rein. Und dann rennen wir jetzt schnell nach Hause. Schaffe ich das? Dann packe ich das Inventar wieder und dann geht's auch, wenn ich... Ja. Du hast auch einen Schaden an der Birne, oder? Ist hier noch einer? Nö. Nö. Nein. Nein. Nö, ich gehe jetzt. Ich lauf. Wie sie mir hinterherkommen. Lauf! Lauf, Forest! Komm! Sprung! Jawohl, hier vorne ist jetzt schon mal Licht, weil wir hier eine Fackel gesetzt haben. Da ist noch ein Skelett. Da ist noch ein Skelett. Ui, da kam schon der Pfeil geflogen. Wir haben ihn schon quasi im Nacken gespürt. Hallo! Gut, dann gebe ich euch beiden noch ein bisschen Fleisch. Dann fresst ihr euch noch was voll. Das tue ich hier rein, dann können die da, können ich da immer nachnehmen und die weiter füttern. Flup, flup. Dann machen wir jetzt noch das Inventar soweit fertig und dann geht's im nächsten Part auch zurück zum Bauernhaus. Das muss ja auch fertig werden und das ist dann auch fertig. Und oben randalieren wieder die Zombies. Ihr hört das bestimmt. Und deswegen werde ich jetzt töten gehen. Wenn wir jetzt auf hart stellen würden, würden die Tür sogar eintreten. Also. Welche Tür? Hallo? Welche Tür treten die mir denn hier fast ein? Tschö. Ha, was hast du denn? Lass es sein. Lass es sein. Du, hä? Wer ist denn da? Da ist noch einer. Komm mal her. Komm mal hier hoch. Komm mal hier angescheißert, du kleine Mist. Mistkrake. Ha, Krake. Oh, jetzt ist das Schaf vollkommen bescheuert. Ja, jetzt hat es aber den absoluten Sockenschuss. Ja, gut, mit diesem absoluten Sockenschuss vom Schaf, gehen wir doch hoch, pennen eine Runde. Und dann war es das für den Freitag-Part. So, danke fürs Zusehen. Kommentar würde mich freuen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und bei Lego Star Wars und allem anderen, was ich so ab und zu mal bringe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.